Die Stelle, wo der Zoo ist, es geht ja über das Tigergehege. Tiger- und Löwengehege, oder? Nur Löwen. Die beide, ne? Also die Nordbahntrasse ist neben der Junior-Uni wirklich das Projekt der letzten paar Jahre, das muss man sagen. Ja, ich finde es sehr, sehr gut. Also es ist ein Gut, wo man spazieren gehen kann, wo man sich treffen kann. Auch die Beleuchtung ist sicherlich einzigartig. Die Nordbahntrasse ist natürlich einerseits ein grandioses Beispiel bürgerschaftlichen Engagements in dieser Stadt, wie es an vielen Stellen, aber dort eben herausragend in den letzten Jahren gegeben hat. Und leider auch ein ganz schreckliches Beispiel dafür, dass Stadt ganz oft mit solchen Dingen nicht umgehen kann. Ja, ich finde es toll, die Trasse. Ich bin da ja auch schon mal drüber gelaufen, ganz hier, wo ich in Kronenberg gewohnt habe. Bin ich immer runtergelaufen. So kann man ja laufen. Ja, das ist eins der absoluten, ich finde persönlich, für mich ist es eins der absoluten Leuchtturmprojekte hier in Wuppertal. Ich freue mich drauf, wenn ich mit den Kindern über die Trasse kann und kann sie wirklich von Vohwinkel bis nach Barmen, Oberbarmen und so weiter durchfahren. Ich bin auch schon eine Nordbahntrasse gefahren und ich muss sagen, es gibt so tolle Leute in Wuppertal, die so tolle Sachen schaffen und ich finde das so klasse und ich freue mich auf 2014, wenn es noch mehr Kilometer werden. Die Samba-Trasse, ja, die ist ja ganz andere. Siehst du? Verrückt. Kommt mit der Samba-Trasse? Ja, ja. Ich komme mit der Samba-Trasse. Ja, ja, ich komme mit der Samba-Trasse. Die Trasse ist aber doch. Da ist nämlich auch hier. Wir leben in der Demokratie, aber ich glaube nicht, dass wir denen also ganz klar kein Podium bieten sollten. Sondern ich bin sehr, sehr stolz, dass die Gegendemos immer größer waren. Und ich finde einfach, dass alles, was mit rechter Gesinnung zu tun hat, hier in der Stadt nichts zu suchen hat. Wir müssen uns einfach dem auch entgegenstellen. Insofern fand ich die Aktionen, die in den letzten Jahren und auch in diesem Jahr in Wuppertal gelaufen sind, sehr, sehr gut. Und ich glaube, es ist immer wieder richtig, letztendlich den Faschisten die Stirn zu bieten und ihnen zu zeigen, dass es in Wuppertal für sie keinen Platz gibt. Also ich sag mal, wir müssen uns wehren, und zwar richtig. Und wir müssen da auch alle zusammenhalten. Und in Heckinghausen, da hatten die Rechten auch früher keine Chance. Und ich glaube, wir sind da richtig stark. Da kriegen die richtig was auf die Mütze von uns.